US-Außenminister Antony Blinken hat alle Parteien im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern zum Schutz von Zivilisten und vor allem von Kindern aufgefordert. Die USA seien weiter sehr besorgt über die eskalierende Gewalt. Hunderte Menschen seien getötet oder verletzt worden, sagte Blinken bei einem Besuch in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. Die US-Regierung arbeite intensiv hinter den Kulissen daran, dass der Konflikt beendet werde, so Blinken weiter, machte aber auch klar, Israel hat das Recht, sich selbst zu verteidigen. Eine terroristische Gruppe, die Raketen auf Zivilisten abfeuere, lasse sich in keiner Weise mit einem Land vergleichen, das sich und seine Bevölkerung verteidige. Deshalb rufen wir Hamas und andere Gruppen in Gaza auf, die Raketenangriffe sofort einzustellen. Zur Zerstörung eines Medienbürogebäudes in Gaza, sagte er, kurz nach dem Angriff haben wir zusätzliche Details zur Begründung angefordert. Ich möchte in dieser Runde nicht auf Geheimdienstfragen eingehen. Es ist nicht meine Aufgabe. Ich würde es anderen überlassen, festzustellen, ob Informationen übermittelt wurden und wie sie zu bewerten sind. Er habe aber persönlich keine bereitgestellten Informationen gesehen. Eine Woche nach Beginn des jüngsten bewaffneten Konflikts zwischen Israel und militanten Palästinensern gingen die Kampfhandlungen unvermindert weiter. Israels Armee tötete am Montag nach eigenen Angaben gezielt einen ranghohen Militärkommandeur der Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad im Gazastreifen, Hazem Abu Habib, den Leiter des nördlichen Kommandos des Islamischen Dschihad.